Peace, Friends. Wir sind hier in Köln. Wieder ein neuer Vlog, weil heute gehen sehr, sehr viele krasse Events. Wir sind gerade bei dem None of Us Event, beziehungsweise wir hoffen, dass wir da sind, weil die posten gleich die Location. Wir haben vorab schon ein paar Infos, dass das hier in der Gegend stattfinden soll. Deswegen sind wir umso gespannter, wenn jetzt in 4 Minuten die Location veröffentlicht wird, ob wir richtig sind, weil es gibt wieder Free Pieces, ähnlich wie beim Rare Humans Event in Wien, wo wir auch waren. Deswegen den Vlog verlinke ich hier oben für euch. Und später gehen wir noch zu der Marke von Dave, zu Tarmac. Der hat heute auch einen Pop-Up-Store in Köln. Deswegen sehr, sehr viel auf der Planung einfach heute. Ich bin gespannt, ob wir jetzt beim ersten Event erstmal ein paar Free Pieces abgreifen können. Wäre natürlich wild. Ich hoffe, mein Kameramann kriegt auch ein paar frische Sachen. Wir werden sehen. Ihr seht gleich, was so abgeht. Also Freunde, bis jetzt noch keine Location gepostet. Ich vertreibe mir die Zeit hier ein bisschen schaukeln. Wir sind gespannt, was gleich so abgeht. Und ich würde sagen, ich versuche erstmal meinen Arsch hier rauszukriegen, weil das noch ein bisschen kleiner ist, als ich dachte. Und dann machen wir entweder einen Outfit-Check oder dann geht direkt das Event ab. Wir werden sehen. Das ist ein bisschen peinlich, ja, aber mein Arsch steckt da. Ja, okay, reicht. Das waren genug Faxen. So, Friends, langsam füllt sich hier der Platz. Ich glaube, die Location wurde auch irgendwann gerade gepostet. Alle Leute steppen gerade hier. Ihr seht, wie viele da jetzt kommen. Ich bin gespannt, wie es gleich hier so abgeht. Tschüss, Schurke. Lass einfach alle den E-Scooter einfach an. Hier sind doch noch gar keine Sachen, Junge. Ich hab hier mir nichts zu tun. Nein, auf bitte. Bitte. Ey, ich hab. Ey. 3 Tage war ich hier, Digga. Ich muss in Köln übernachten. Ich weiß nicht. Irgendwo hier gibt's gleich was. Keine Ahnung. Junge, wie die alle die E-Scooter weggesteppt haben, Junge. Die einfach so genommen. So schön schon an. Gib ihm! War ein Fehlalarm, ne? Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund. Wir standen hier so mit Kamera einfach auf diesem Platz und dann hat einer angefangen hier hinzurennen. Und auf einmal kamen alle Leute hier hin und sind auf mich zugerannt, wie weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob jetzt hier gleich was abgeht, weil jetzt rennen die anscheinend woanders hin. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß es nicht, es geht einfach weiter. Und 50 Leute um mich rum, die denken, ich meinte zu ihm, Bro, post die Story noch nicht, das sind zu viele, Bruder. Ja. Er postet eine Sekunde, 1000 Leute haben gesehen. Oh. Alle nach da hinten! Da ganz hinten! Ganz hinten! Renn doch schneller! Junge, hast du gerade gesehen, wie der eine losgerannt ist, als ich gesagt habe, der muss doch da ganz hinten. Ich verstehe noch nicht mal den Plan, ob es da hinten ist oder so, aber die rennen gerade alle wie Affen dahin. Junge. Ja, keine Ahnung, die sind alle auf mich drauf gerannt, Junge, weil die dachten, ich verteile Sachen. Ja, weil ich eine scheiß Kamera dabei habe. Guck mal, drehen wir sie nicht um, die warten auch schon. Ich mache nur ein YouTube-Video, Männer. Okay, Friends, dann machen wir jetzt auch wie immer das Outfit-Check. Den Outfit-Check, beziehungsweise, ich bin schon maximal verwirrt, weil hier einfach so viel abgeht. Fangen wir oben an. Beach Cap, dann eine Exit Life Bag. Oh, dann zeige ich hier den Bag noch. By the way, übrigens hier auf Matchy Matchy angelehnt, ne? Uiuiuiui. Dazu ein M von Wisho. Grüße gehen raus an Nett auf jeden Fall. Sehr, sehr korrekter Dude. Peach. Unterhemd. Herrencap und noch von der Chain. Ein paar Ringe. Silberuhr. Eine Divention Jeans, die by the way sehr, sehr crazy geschnitten ist. Die Vamp Schuhe. Ja, dank Bootlegs quasi. Die schon ein bisschen totgestafft wurden, weil gerade einfach alle Leute auch nicht rausgerannt sind. Die weiß ich nicht. Bin gespannt, was jetzt hier noch so abgeht. Ihr seht, hier ist alles full. Alle laufen hier rum. Bin gespannt, was abgeht. Wir werden es sehen. Oh, ich habe auch ein Herz gerade. Das glaube ich dir. Gerannt. Bist du ganz hin und her gerannt hier? Nee, ich bin so ein ganz anderer von 3 Kilometer hingerannt. Ja, Bruder, ruh dich erstmal aus, ja? Ruh dich erstmal aus. Bruder, ich sag dir, ne? Der ist gut, ja? Wird gleich sowas von auf dein Auto gestafft, ne? Gefährliche Kiste, Junge. Gefährlich. Meiners, ihr glaubt, ihr seid hier richtig? Ja. Weil alle sind dahin gerannt. Ich habe selber keinen Plan, deswegen keine Ahnung. Aber das war auch die Location, die gepostet wurde, glaube ich, ne? Ja, da hinten wurde die... Ja, so hier. Hier so, so der Bereich. Ja, okay, wild. Dann wünsche ich euch viel Glück, ne? Junge, for real, ich wollte erst meine anderen Schuhe anziehen. Ja, ich bin so happy, dass ich jetzt die angezogen habe. Die sind maximal gefickt schon. Locker gerade 50 Leute auf mich drauf getrampelt. Weißt du, was Lachkick wäre? Wenn das jetzt einfach nur so ein Sprinter ist, der hier einfach nur durchfahren will. So einen auf so, boah, scheiße, da ist gesperrt Straße, ich will einmal hier durch. Und jetzt wird er gleich von den Bullen aufs genommen. So, ich sehe schon kaum, Junge. Der hat gar nichts damit zu tun. Das ist einfach nur ein Random, der hier durch. Jeder freut sich über ein gratis Piece, ich freue mich über Klicks. Ey, fang was, du. So taktisch wäre es ja klüger, wenn du mit der Kamera hier bleibst und ich dir auf die andere Seite. Wir fangen beide, aber keine Ahnung. Ich check's nicht. Bisschen kritisch, hier sind auch Minderjährige. Kollege, wie fühlt es sich an, was gefangen zu haben? Ist nicht meine Größe so, ne?
Ja, und trotzdem XL. Aber XL. XL. Ey, ich hab XL. Oder? Ja, ich Spaß. Spaß. Viel Spaß damit. Kollege, wie fühlt es sich an, was gefangen zu haben? Passt, auch deine Size? Ja, ja. Boah, besser geht nicht. So Leute, ich glaube, alle Pieces sind jetzt weg. Ich habe leider nichts gegrabt. Ich hoffe, mein Kollege hat drauf, wie ich eins in der Hand hatte und dann richtig umgesteppt wurde in der Luft. Ja, meine Pants und so ist auch immer noch komplett geschickt und meine Schuhe. Auf jeden Fall vollen Körpereinsatz gezeigt hier. Leider leer ausgegangen. Wenn ihr das seht, Leute, schickt mir bitte was zu. Wir mussten gerade ganz, ganz schnell weg, weil es richtig krass angefangen hat zu regnen. Nächster Plan zum Pop-Up-Store von Dave, beziehungsweise von Tarmac, seiner Marke. Aber vorher gehen wir jetzt erstmal kurz noch was snacken, damit wir wieder ein bisschen Energie haben, weil das war schon echt anstrengend da, die ganze Zeit bei dieser Location hin und her so und tausendmal umgesteppt geworden, einfach. Ja, komm mal, lass uns reingehen hier. Ja, komm, ich hab Hunger. Wir sind jetzt erstmal zur Vegan Junkfood Bar gegangen, Leute. Erste Mal, dass ich hier bin. Erstmal, wie fancy sieht das Brötchen eigentlich aus? Das ist unten dunkel und oben ist das so rosa. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Auf jeden Fall habe ich mir so einen Standardburger genommen mit veganem Bacon und veganem Fleisch und veganem Käse. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Taste-Test hier auf Foodblogger angelehnt. Boah, das sieht so wack aus, wenn ich jetzt hier reinbeiß bestimmt. Das ist voll geil, ja? Guck mal, wie das aussieht, wie so ein Rainbow Burger. What the fuck? Lass mal aus. Notorious, wie heißt der? Notorious Gambler. Baba. Danke, Mann. Der Bauch ist voll. Wir steppen jetzt direkt zum Tarmac Pop-Up Store, der zufälligerweise einfach 4 Minuten zu Fuß entfernt ist. Deswegen können wir da jetzt direkt hinsteppen. Mussten nicht extra noch am Auto dahin fahren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Ich habe jetzt Dave noch an meiner Seite. Der hat ja heute seine neue Kollektion bzw. eine kleine Kollektion für den Pop-Up hier einfach erstellt. Ich habe schon gesehen, bei den T-Shirts hast du Organic Cotton benutzt. Ja. Ist das so ein Ding, dass du da mehr drauf achten willst oder war das jetzt einfach so random bei den Sachen? Also um ehrlich zu sein, achten wir grundsätzlich bei den Sachen drauf. Wir haben die Zulieferer in der Türkei, das ist wunderbar. Bei den Sachen haben wir jetzt aber für den Pop-Up, weil wir schnell umsetzen mussten, Stanley & Stella genommen. Deswegen ist auch kein Neck-Label drin. Die sind Organic Cotton. Das ist eine geile Option, um schnell zu produzieren. Wir sind am überlegen, ob wir die Sachen jetzt morgen auch noch online hauen, weil einige Leute nicht in ihren Größen die Sachen bekommen konnten und so weiter und viele natürlich auch nicht nach Köln kommen können. Und für sowas halt mega geil. Dann musst du nicht, wie es vielleicht dem einen oder anderen mal passiert ist, wenn du Pre-Order machst, 6 Wochen auf deine Sachen warten, sondern Stanley & Stella ist lieferbereit, dann ballerst du die Sachen raus und dann ist cool. Das sind ja eh so Logo-Motto-Shirts, wahrscheinlich die am ehesten Merch sehr in Richtung von den YouTube-Videos, die ich so mache. Im Gegensatz zu den anderen Sachen, die Hosen und so, die wir in den Kollektionen davor gemacht haben. Also hier war es eine reine Entscheidung wegen Lieferbarkeit. Das kann ich verstehen. Ich meine, bei den anderen Sachen habt ihr Schnitt und so auch alle selber gemacht, glaube ich. Genau. Und hier jetzt einfach nur schnell für den Pop-Up. Ganz Logo genau. Rauf, wegen dem Wagen etc. Genau. Sachen ready machen und dann ein geiler Quali, gute Schnitte, Sachen schnell verfügbar. Ich glaube, dann ist Stanley & Stella eine geile Option. So richtige Much-Shirts zu machen, davon hat keiner was. So, das ist scheiße für die Leute, die es produzieren, das ist scheiße für die Leute, die es kaufen. Und am Ende ist das, glaube ich, eine ganz gute Option. Nice. Ich glaube, viele werden sich freuen, wenn du die noch online stellst. Weil ich habe schon einige Kommentare gesehen, die einfach nicht geschafft haben, hier hinzukommen. Ja, ja. Obwohl Leute von überall aus Deutschland kamen. Ja. Aus Berlin, aus der Schweiz, aus Magdeburg, aus Nürnberg. Also sind echt viele hunderte von Kilometern gekommen und mussten leider auch vielleicht für ein paar Stunden draußen warten. Haben viele auch richtig gecampt vorne, ne? Das habe ich auch in der Story gesehen. Ja. War das schon, wann ging es los? Wann waren die ersten so hier? So 36 Stunden bevor der Store. 36 Stunden vorher? Ja. Also hat sich einer da vorne hingesetzt? Ja, ja, wir haben Samstag. Mit Zelt, oder wie? Genau, also so provisorisches Zelt. So Bambus-Dinger, Plane drüber. Ja. Samstag 12 Uhr haben wir aufgemacht. Freitag 7 Uhr morgens saßen die Leute, die ersten. Genau. Und dann heute Morgen um 8 Uhr saßen schon über 60 Leute vor. Also es war echt krass. Wie fühlt man sich so, wenn man so beim eigenen Store so
fast 2 Tage vorher schon Leute campen. Das ist natürlich übelst geil. Also wir sind genau in dem Bereich in Köln, wo wir viel unterwegs sind. Dann zu sehen, dass Leute, die sonst nur irgendwelche Kommentare im Internet sind, tatsächlich kommen, langen Weg auf sich nehmen, verfrüht kommen, ist schon wirklich besonders. Also wirklich viele getroffen auch, viel gelabert. Viele Leute, die gesagt haben, dass sie irgendwie inspiriert, was ich mache, vor allem YouTube-mäßig. Ist schon cool, mal ein paar Gesichter zu den Kommentaren zu bekommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall dicker Respekt, ja, danke. Vielen Dank. Mach weiter so, ja. Danke dir, Bro. Sehr, sehr viel Inspo auf jeden Fall deine Videos. Danke dir. Danke für das geile Event hier. Easy, viel Spaß. Leute, ich habe aus irgendeinem Grund jetzt einfach das Handy von Dave. Kein Plan, warum er jetzt einfach abgehauen ist. Aber wisst ihr was? Ich folge mir jetzt einfach mal bei Instagram. So, Fans, der Pop-Up-Store von Dave ist jetzt auch vorbei. War ein sehr, sehr langer Tag. Wir waren bei 2 Events und was essen, aber habt ihr alles schon im Blog gesehen. By the way, auch nochmal danke an Dave für den Free Drink. Falls ich dir die 8 Cent für den Band noch schicken soll bei PayPal, schick mir auf jeden Fall eine DM. Sehr geile Events. Sehr geile Eindrücke gehabt heute. Ich hoffe, das Mikro hat alles richtig gut aufgenommen. Ihr konntet viel mitnehmen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.